Hey Leute und herzlich willkommen beim weiteren Foodtest hier auf dem Kanal. Wir machen weiter mit einer kleinen Markenpremiere, nämlich heute kennen die meisten von Kakao. Ich habe die Schokolade noch nie probiert, deshalb bin ich umso gespannter. Schauen wir uns die Marke Kaba an, und zwar die Kaba Milchschokolade. Klassisch, wie wir es von Milka, eine Vollmilchschokolade oder von Rittersport oder sonst wo kennen, haben wir es hier einfach von Kaba. Ich finde es auch schon mal ganz süß, dass wir diese Kaba-Buchstaben auch hier dann auf den Schokoladen drauf haben. Hier haben wir so einen Bär. Alles in so einem sehr, ich würde jetzt fast schon Inka-Farben nennen, also so orange-gelb, so sonnenfarbigen Ton gehalten. Finde ich sehr schön. Plus halt diesen braunen Milchschokoladenton. Richtig schön. Vorderseite hier haben wir eben dann noch passend zum Logo, halt wie man es kennt, so Palmblätter und eine aufgehende Sonne oder untergehende Sonne. Aber ich glaube aufgehende Sonne. Und ja, dann kann man direkt schon zu den Zutaten kommen. Wir haben direkt, wir sollen es maximal bis 18 bis 20 Grad aufbewahren, weil sonst schmilzt das Ganze. Ja, ich merke das schon ganz leicht. Ja, es schmilzt noch nicht, aber es wird schon leicht cremiger. So, ja, 100 Gramm haben wir insgesamt drin, hergestellt und vertrieben von der Caramba & Co. 9 Rue Maurice Morlet. Okay, Caramba & Co., wusste ich gar nicht. Also die Firma sagt mir erstens nichts, aber ich wusste auch gar nicht, dass Kaba davon kommt. Okay, interessant. Aus 92130 Issy-les-Moulineaux in France, Frankreich. Weitere Infos auf carambaco.com. Krass, okay, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mal gucken, was wir da finden werden. Sonst alles eigentlich, ja, klassisch gehalten. Haben wir darunter noch irgendwas? Ah, hier noch so Mülltipps und Verbraucherservice, auch wichtig. Sehr gut, schön versteckt hier, ne? Ja, ja, Kaba. So, kommen wir zu den Nährwertangaben hier, 100 Gramm. Wir haben 2224 Kilojoule auf 100 Gramm und 535 Kilokalorien, beziehungsweise, naja, bei einer Vollmilchschokolade, was erwarten wir anders? Fett haben wir 30 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 19 Gramm, auch in Ordnung. Kohlenhydrate 58 Gramm, davon Zucker 57 Gramm. Boah, das ist schon viel. Das ist schon deftig, du. Ballaststoffe haben wir 1,9 Gramm, Eiweiß 6,3 Gramm, Salz 0,29 Gramm. Ja, alles eigentlich relativ Vollmilchschokoladentypisch. Aber der Zucker ist schon überdurchschnittlich ein bisschen, muss ich sagen, doch. Wir haben eine Milchschokolade. Oh, coole Beschreibung für ein Produkt. Zutaten, Hauptzutat, Zucker. Zweite Zutat, Kakaobutter. Danach haben wir Magermilchpulver, 11,7%. Als nächstes die gute Kakaomasse, endlich mal. Süßmolkenpulver aus der Milch, Butterreinfett, Emulgatoren haben wir, Sojalecithin und E476. Werde ich natürlich dazu schreiben, was das ist. Ich bin jetzt schon gespannt. Und als letztes haben wir Aroma. Kein natürliches, steht auch nicht da welches. Toll. Also das wird den Kaba-Geschmack dann ausmachen, das tolle Aroma. Ja, super. Kakao mindestens 31%. Cool. Okay. Gesundheitsnote. Wir haben eine Vollmilchschokolade. Wir haben, Kakao ist, glaube ich, ein bisschen überdurchschnittlich. Kann das sein? Haben die nicht nochmal 25% die Vollmilchschokoladen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber falls ja, ist ganz cool. Falls nicht, ja, ist nicht so cool. Aber auch im Groben und Ganzen, weil, ja, ich gebe eine 5+. So einfach als Gesundheitsnote. Ich meine, wir haben hier hauptsächlich Zucker und noch mehr Zucker drin. Also von daher, nee. 5+, natürlich keine Gesundheitsempfehlung. Wir machen das Ganze, wie wir es eigentlich von der Milka und so kennen, auch. Wir haben hier unser Plastikverschluss. Hier auch alles in Plastik gehalten, aber es fühlt sich an wie so ein Plastikpapierverschleiß. Ja, hier machen wir das Ganze auf. Hier sehen wir die gute Schokolade schon. Ich breche mal hier eine Reihe ab. Ah, cool, also jede Reihe, glaube ich, steht dann so Kaba. Das ist auch cool, das ist echt cool. So, wir brechen nochmal ein Stück ab. Auf geht's. Fühlt sich sehr weich an, sehr cremig. Mag ich jetzt schon. Aufs Wohl, Leute. Let's go. Boah. Da hat sich der Zucker mal gelohnt. Sehr süß. Sehr creamy. So einen angenehmen Schokoladengeschmack, so typischen Kakaogeschmack. So. Ich würde behaupten, fast noch ein bisschen süßer und creamiger als eine Milka-Vollmilch. Ich finde die Fall echt gut. Also wirklich jetzt sehr süß natürlich, sehr zuckerlastig. Schmeckt man, aber... Naja.
War voll meins. Für Leute, die diesen Kakaogeschmack lieben, das bisschen herbe und so, mag ich auch. Ist auch an sich gesünder. Ich werde die jetzt auch danach nie wieder essen, aber ich bin froh, dass ich die jetzt einmal essen kann. So. Richtig lecker. Wie ein Kakao in Schokolade verpackt. Hat natürlich dementsprechend seine Ungesundheit, aber richtig gut. Leute, kriegt von mir sogar eine 1. Geschmacksnote. Richtig lecker. Für eine Vollmilchschokolade kriegt das eine 1 von mir. Ist halt sehr süß. Wer das mag, der ist hier fündig. Ansonsten natürlich am Ende keine Empfehlung, ganz klar. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch natürlich wie immer gefallen. Ihr konntet ein bisschen Infos für euch mitziehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben. Das war's mit der Kaba-Milchschokolade. Keine Empfehlung, aber auf jeden Fall eine Geschmacksempfehlung, eine extrem gute. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Immer schön happy bleiben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich freuen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts weiteres. Plus unterstützt mich, um überhaupt weiter Projekte starten zu können. Ja, ansonsten wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.